Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prey. In der letzten Folge hatten wir den Auftrag bekommen gehabt, wir sollen zwei Knöpfe innerhalb von kürzester Zeit drücken. Und dabei hat uns ein Mitarbeiter der Talos natürlich direkt unter die Arme gegriffen und hat uns dabei geholfen. Glaube ich zumindest, oder wollte uns damit irgendwie, naja, keine Ahnung. So, wie ich gerade sehe und dieses Geräusch gerade kam und ich mich ein bisschen abgelenkt habe, war, weil die Taschenlampe leer war. Und was ich noch sehe ist, wir haben nur drei Schuss für die Schrotflinte. Wir haben null hier drin. Ja, wie würde man jetzt sagen? Schade. Oder GG. Gibt es hier irgendwo so ein Herstellungsding? Da hinten ist ein Ladebildschirm, sehe ich schon. Oh Gott. Ja, der kann ja lustig werden. So. Also falls mich jetzt irgendwas angreift. Ja, schade. falscher Knopf. Okay. Schön. Wo geht's denn da lang? Lebenserhaltung. Es geht, da geht's zur Lebenserhaltung. Life Support. Och, nee, da ist schon irgendwas am Blitzen. Ach, da unten, okay. Und rotes Licht oder hinten rennt einer rum? Ah, nee, da rennen mehrere rum. Ja gut, wir haben ja noch drei Schuss in der Schrotflinte. Das müsste reichen. Ich will mal rechte Maustaste drücken, um das abzubrechen. Ist der Ton heute lauter geworden davon? Oder Moment. Oh, ich habe mein Headset noch zu laut gedreht gehabt. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist der Ton heute lauter. Alles klar, jetzt geht's wieder. Hier muss doch irgendwo so ein Ding sein zum Herstellen. Bist du denn? Was Neues? Nein. Morgen, ja. Hier ist Chief Elisa. Morgen, Frachtraumtüren verschlossen. Im Gebiet wimmelt es von diesen Kreaturen. Die dürfen nicht ausbrechen. Nicht noch mehr. Wir sind hier sicher, fürs Erste. Helfen Sie allen, die noch da draußen sind. Vielleicht können wir das Ruder ja rumreißen. Ich wollte gerade sagen, habe ich die Steuerung nicht umgelegt von C auf STRG? Aber dann ist mir eingefallen, das war ein anderes Spiel. Die Türen sind verschlossen. Was läuft da drin rum? Krieg ich das nochmal gescannt? Hallo? Ich kenne dich schon. Nur mal deinen anderen Kollegen, ja, den kenne ich noch nicht. Ja. Ich will den anderen Kollegen. Ja, das ist ja schön, aber ich will den anderen Kollegen. Hallo? Ja, lauf. Ja, lauf. Okay, dich kennt. Nein. Ist ja dein Ernst? Komm zurück. Okay, mach mal näher. So, in der Zwischenzeit finden wir bestimmt gleich irgendwo Munition. Ein Hecken 2. Frachtcontainer 3232. Das wäre auch zu einfach gewesen. Na ja, toll, fängt schon gut an. X. Hä? Nein. Und ups. Okay. Jetzt kommt da irgendwas raus. Oh nein, bitte nicht. Warum ist das so laut? Zufall Dimsum? Das ist ja ein Zufall. Vielen Dank, Q. Ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du solch ein Risiko für dich, dass du so ein Risiko auf dich nimmst. Für mich und die Volontäre, die keine Stimme mehr haben. Der Gedanke, dass du in diesem Container steckst, der Richtung Erde rast, bringt mich um. Auch wenn Will meint, es sei sicher darin und du genug Essen hättest. Ich weiß, die Beweise auf dem USB-Stick können das Geschehen nicht ungeschehen machen, aber die Wahrheit aufzudecken wird dafür sorgen, dass es nicht nochmal passiert. Danke, mein Freund. AG. Warum ist das hier so ein komischer
Krach. Okay, der Typ hat es wohl doch nicht irgendwie ganz überlebt. Der hat die ganzen Vorräte hier schon aufgegessen. Und wir gehen so lange irgendwo rein, weil ich gar nicht wollte. Okay. Die Kiste ist also nicht losgeschickt worden. Moment. Thermalphantom. Na toll. Okay, lesen wir gleich durch. Ich klicke immer aus Versehen auf die rechte Maustaste, weil ich da mal rausgehen möchte. Ja, die Kiste wurde wohl nicht losgeschickt, weil hier wohl irgendwas passiert ist. Und unser Whistleblower. Naja. Ich will den USB-Stick jetzt gerne sehen. Oh. Da haben wir ihn ja. Zwei Neuromods. Analyse. Gallegos USB-Stick. Auszug aus einer README-Textdatei. Von Analyze Gallegos USB-Stick. Dieses Laufwerk enthält belastete Beweise zu illegalen Experimenten in der Psychotronik an Bord der Talos 1. Darunter geheime interne Memos, wichtige Forschungsdaten der letzten Jahrzehnte, Namen und Rolle der verantwortlichen Mitarbeiter, Zuordnung der Volontär-IDs zu ihren bürgerlichen Namen. Diese Informationen bestätigen die Existenz einer außerirdischen Spezie, genannt Typhon, sowie die Tatsache, dass bei der Herstellung aller Neuromods menschliche Opfer in Kauf genommen werden. Ich hege keine Hoffnung, dass dies einfach zu glauben sei. Ich kann jedoch die Richtigkeit bezeugen, vorausgesetzt, mein Gott, ich bin noch am Leben, denn ich habe an vielen der besagten Experimenten persönlich teilgenommen. Dr. Analyze Gallegos. Die Quest heißt sogar Whistleblower. Das ist ja nett. Aber abgeschlossen. Hieß hier schon immer Whistleblower, dann ist mir halt nie aufgefallen, um ehrlich zu sein. Okay, wir haben wohl ein paar Dinger jetzt abgeschlossen. Toilettenpapier hat er auch beigehabt. Ich weiß nicht genau, wo die Toilette war. Ich will es andererseits auch gar nicht wissen. So. Und wenn wir jetzt keine Munition herstellen können, dann sollten wir vielleicht etwas essen, damit wir unsere HP ein bisschen auffüllen. Okay, ich habe keine Ahnung. Lohnt sich jetzt nochmal zurückzugehen? Ich habe auch keinen Schuss da drin. Lohnt sich da jetzt nochmal zurückzugehen oder soll ich da auch mal oben hoch? Oder warum steht denn da mehrere Ziele? Gucken wir hier unten. Was soll uns schon passieren? Oh, da ist eine Scheibe vor. Ist nix. Geht die Tür nicht auf, oder? Verschlossen. Haha. Ich meine, oh, schade. Toll. Achso. Genau, wir wollten noch mal ganz kurz gucken, was haben wir denn davon gefunden gehabt. Vielen Dank. In dem Moment, wann war denn das hier? Pläne Forschung. Thermalphantom. Auszug aus Psychotronik-Datenbank. Gebräuchliche Bezeichnung. Thermalphantom. Wissenschaftliche Bezeichnung. Typhoon Anthropantasmus. Psychothermal. Es ist noch unklar, was ein Weber dazu bringt, zusätzliche Ressourcen für die Erzeugung dieser noch mächtigeren Phantoms aufzuwenden. Tests haben jedoch ergeben, dass diese Phantom-Exemplare deutlich widerstandsfähiger und gefährlicher als ihre schwächeren Artgenossen sind. Nachtrag. Wie der Name schon sagte, setzt dieses Phantom Wärmestrahlung ein. Die Infrarotanalyse zeigt, dass es ihm möglich ist, sich durch das Ausstrahlen einer tödlichen Energiemenge im Infrarotbereich zu schützen, wenn es bedroht wird. Seine gefährlichsten Fähigkeiten ist jedoch der spontane Auswurf superheiße Plasmas aus der Entfernung. Die Reichweite konnte aufgrund der begrenzten Ausmaße der Eindämmungszellen noch nicht ermittelt werden. Scandaten, Schwäche, psychisch, Immunität, Feuer. Sind wir nicht schon mal auf solche gestoßen? Was war das? Oh,
Oh, da könnte ich mich sehen. Oh, der sieht mich. Schade. Oh, eine Tür. Da kann er nicht da raus. Der ist abgeschlossen. Das wäre ja unlogisch, wenn er da rausgehen würde. Ich habe drei Schuss geweckt. Du kannst die Tür nicht aufmachen. Du kannst die Tür nicht aufmachen. Ich habe Angst, dass er da hinter mir steht. Boah, ich würde mich hier erschrecken. Tschüss. Schwebe Kraft. Schwerelos. So, ich muss irgendwo Munition herstellen können. Also wenn wir mal ganz kurz durch die eine Tür durchgehen. Komm, wir gehen mal durch die eine Tür durch. Gucken wir mal, ob wir vielleicht direkt dahinter Munition herstellen können. Schwerkraft normal. Weil irgendwo müssen wir ja was finden. Ne, Kollege Plattfuß? Der rennt schon wieder zurück. Das tut vielleicht nicht groß, das aus Versehen. So. Bis gleich. Nein, nein. Ich bin einfach nicht da. Oh nein, ich will einfach nur wieder zurückgehen. Ich brauch doch einfach irgendwo, wo ich Munition herstellen kann. Oder Munition. Was ist denn da noch drin? Nichts! Gibt es da sowas wie Drohnen, wo ich mal mit der Drohne kurz rumfliegen kann, ob es irgendwas Interessantes gibt? Oh Gott, das ist noch ein Blitzen. Nee, nee, nee. Nein, nein, sie haben sich verguckt. Tut mir leid. Okay, ich habe keine Ahnung, wohin. Ich glaube, hier will ich nicht hin. Was haben wir? Eine Rohrzange. Null Schuss? Drei? Na ja, gut, wir können den Zug leisten, das Einzige. Und dann? Und dann haben wir da null? Wir könnten ihm einen Recycler am Kopf werfen. Wir könnten erstmal kurz was essen. Ist dahinter gerade noch einer rumgelaufen? Och, nö, ich hab keine Lust. Sag mal, läufst du hier gerade alleine rum? Weder lohnt sich hier nicht. Hey, du Vogel! Für dich! Das ist ja jetzt ärgerlich. Tschüss. Nun. Wir gehen mal woanders lang. Gut, den hätte ich vielleicht noch da oben bekommen. Mit meinen drei Schuss, aber... Das wäre doch noch alles gewesen, hätte ich nur mit der Rotzange drauf prügeln können. Und man hat sich ja gesehen, wie schnell er sich bewegt hat. Okay, wir gehen einfach erstmal wieder zurück und hoffen, dass da irgendwo Munition gibt. Ich weiß gar nicht mehr, wo es lang geht hier. Okay, ohne Muni ist echt doof. Oh, was haben wir hier noch Feines? Bei meinem Glück sind die jetzt hier irgendwie nachgespawnt. Oh, schon wieder ein Ladebildschirm. Yay. Mikrogravitation entdeckt. Achso, wir laufen immer noch nicht. Wir schweben immer noch so ganz komisch rum. Oh nein, bitte lass da nichts nachgespawnt sein. Hey du, hast du Muni für mich? Inspektion läuft. Mach mal. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Dankeschön. Lassen Sie mich das reparieren. Fertig. Kein Problem. Ich komme. Okay, wir brauchen Muni. Das ist jetzt ärgerlich. Gibt es eine Karte, wo man sehen kann, wo es Muni gibt? Ich komme mit der Karte nicht klar. Moment, doch, da steht Recycler. Fabrikator. Ich würde hier mit der Karte nur klarkommen würde. Irgendwo.
Bitte. Mhm. Also es würde theoretisch angezeigt werden. Aber hier gibt's wohl so etwas nicht. Bewege mich. Mhm, ich auch. Ich weiß noch nicht wohin. Komm mal da rein. Ich drehe mich mal ganz kurz. Öffne die Tür zum Frachtraum? Nee. Ich weiß, was da drin ist. Was soll ich denn da? Och nee, ich will nicht zum Frachtraum. Oh nee. Komme ich jetzt da aus, wo die einen gerade rumgelaufen sind? Da will ich da echt nicht hin. Problem mit der Abwicklung. Ziel abgeschlossen. Gucken wir mal ganz kurz nach. Begib dich zum Arboretum. Suche Alex. Okay, Dezember haben wir schon gefunden. Versiegel den Außenrumpf. Hm? Wie soll ich das denn machen? Finde Josh Dalton. Bellamy Schlüsselkarte, ja, okay. Ja, wo ist er denn? Da oben. Da oben ist der Außenrumpf und da hier oben ist das Arboretum. Ich habe immer ein Problem mit dem Namen. So, und da unten geht es auch noch irgendwo hin, wo mir kein Ziel angezeigt wird. Hallo? Möchte ich da rein? Ich kann mir halt nochmal entschuldigen, falls man im Hintergrund irgendwie irgendwas hören sollte oder so, dann liegt es ja daran, weil ich Fenster auf habe. Weil jetzt wieder die Zeit kommt, wo ich am Aufnehmen bin. Bewege mich. Wo es draußen halt ein bisschen wärmer wird. Bedeutet auch bei mir wird es ein bisschen wärmer. Was kann ich jetzt hier machen? Deswegen, Entschuldigung, falls man irgendwas hören sollte, ich versuche es trotzdem rauszufiltern. Was ist denn das? Taifunköder. Ich glaube, das Ding hatten wir schon mal gefunden. Und habe ich halt noch nie benutzt. Ja. Operator nähert sich. Frachtraum? Bin ich wieder im Frachtraum drin, oder nicht? Ich gucke nur gerade, was ich hier machen kann, aber ich sehe nicht wirklich viel. In den Kisten kann ich auch nicht reingucken, oder? Die Dinger kann ich tragen. Oh Moment, da ist eine Kiste. Ja, schon ein bisschen was Muni. Ja. Ich sag mal so, besser als nichts. Moment. Okay, dahinter ist nichts. Ich glaube, hier habe ich schon reingeguckt. Ich guck noch mal eben ganz kurz. Ja. Hier haben wir noch was. Da haben wir noch was. Ich muss die roten Kisten im Auge behalten. Oh, da ist noch eine. Weil die muss ich ganz kurz mal eben hier ablaufen. Weil wenn da Muni drin ist, kann ich die auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Moment. Was? Bin falsch. Ganz kurz nachgucken. Da haben wir nichts für gefunden. Da haben wir auch nichts für gefunden. Und hier haben wir so ein bisschen was für gefunden. Okay, nicht meine Ladung drin. Wo war ich der Frachtraum? Frachtabwicklung. Ich muss ja noch mehr machen. Moment. Habe ich da für eine Aufgabe bekommen? Umweg. Nö, oder? Hm? Das ist doch jetzt offen. Also der Frachtraum ist doch offen.
weiß nicht, warum ich jetzt hier nochmal zurück sollte. Habe ich vergessen, Knopf zu drücken. Moment, ich gehe nochmal kurz hier von hier weg. Frachtabwicklung. Ich komme. Hä? Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Ich bin gerade komplett durcheinander. Soll ich in einen Raum jetzt reingehen, wo ich keine Muni für habe, wo die ganzen rumlaufen? Oder soll ich... Entschuldigung, muss kurz anders hinsetzen. Oder soll ich da hingehen, wo der eine Vogel war, der mich... der dem Ding ausgewichen ist? Dem Recycler? Oder gehe ich jetzt komplett zurück und repariere den Außenrumpf? Komme ich einfach direkt wieder hin? Habe ich einen weiten Weg von... Ich habe gerade überhaupt null Ahnung mehr, wo ich bin. Wirklich? Ich weiß auch nicht, wie schnell ich irgendwo wieder hin bin oder zurück. Was? Jojo! Ich muss ja auf jeden Fall erstmal raus. Ich muss irgendwo Muni herbekommen. Ich habe null Ahnung, wo ich hier bin. Oh, bitte lass mir jetzt bloß nichts hier irgendwie entgegenkommen. Na, wo ist er denn? 4, ne? Ja, 4. Oder wäre jetzt echt ärgerlich. Was? Moment, wieso 49 Meter? Wo ist der? 42 Meter? Wo ist der? Moment. Wie komme ich da hin? Oh, bitte lass hier nichts sein. Oder war ich? Ich glaube, hier war ich schon mal gewesen, oder? Wow. Moment. Ich glaube, die hatte ich schon gehabt. Ganz kurz mal gucken, ob ich die Kisten irgendwie looten kann. Nein. Die ist schon leer. Josh, wo bist du? Wie komme ich zu dir hin? Wenn ich hier nur irgendwie eine Übersicht hätte. Na komm. Vorsichtig. Ziel außerhalb des Psycho... Was? Wenn ich wüsste, ob ich hier schon mal war. Oder ist... Moment mal. Ja klar war ich hier schon. Ich bin hier gerade lang geflogen. War halt nur da unten drin. In den Gang. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu dem hinkomme. Ehrlich nicht. Weiß ich nicht. Da gibt es einen ganz einfachen Weg und alle hauen sich gerade irgendwie mit der Hand vor der Stirn, aber ich sehe den nicht. Weil der ist da. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich gucke mal, ob ich den Außenrum irgendwie repariert bekomme. Oder habe ich da ein bisschen mehr Glück? Oh, Kisten. Bitte lass da was drin sein. Nein. Nein. Und die radioaktiven Dinger. Ich weiß, ich kann mich daran erinnern. Ja, ja, ich bin doch schon vorbei. Da hinten tritt irgendwas aus. Was? Versiegel den Außenrumpf. Da lang. Moment. Ich glaube, die Dinger leben noch. Ich glaube, da war ich noch gar nicht. Okay. Gucken wir uns das mal außenrum an und vielleicht finden wir ja irgendwo so ein Fabrikator-Ding. Wartungstunnel. Oh nein. Hier ist kein Fabrikator. Wieso geht die Tür zu? Was? Oder hast du gescannt? Hast du gescannt?
Der hat irgendwas gescannt und ich sehe es nicht. Oh, ich bin hier so gerne. Ich wäre hier lieber mit Muni. Lass hier Muni drin sein. Das Ding ist leer. War ich hier schon mal gewesen? Weil die Kisten leer sind. Moment mal. War ich... Ich weiß, wo ich bin. Ja, wo das Ding wieder... Ich weiß genau, wo ich bin. Da vorne liegt aber Schrott rum, denn das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Aber gab es da drin einen Fabrikator? Nee, ne? Ich bin gerade am Überlegen. Ich bin gerade echt am Überlegen, gab es da drin einen Fabrikator in dem Rinn? Nee. Ich glaube nicht. Egal, ich geh einfach mal kurz gucken. Ich habe ja Kanalbildschirm. Komm, geh mal ganz kurz gucken. Schwerkraft, normal. Hallo. Warnung, drohende Plasmaschockwelle. Ja, ist egal. Bei meinem Glück laufen jetzt aber hier irgendwelche Viecher drin rum, oder? Warnung, Schutz suchen. Nee, ist nix. Plasmaschockwelle in 5. Alles klar, tschüss. 4, 3, 2, 1. To beat the mind.